Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier ist euer Perks und ich spreche wieder mal in einem direkten Video zu euch. Ihr denkt euch jetzt vielleicht so, ja, hey, gestern kam doch erst eine Creepypasta, wie geil ist das denn? Jetzt kommt direkt nochmal ein Video. Ja, es hat einen speziellen Anlass, warum ich dieses Video mache. Und zwar haben wir die unglaublichen 7000 Abonnenten erreicht, meine lieben Freunde. 7000 Abonnenten, das ist krass, es ist krass. Und dies ist der Augenblick wieder mal für ein persönliches Video, beziehungsweise einer persönlichen Ansprache, wenn man es so nennen möchte. Das letzte Mal, als ich so eine persönliche Ansprache gemacht habe, ist ja schon ein Weilchen her. Das hat aber auch einen speziellen Grund, denn in den letzten Wochen oder auch Monaten ist ziemlich viel los gewesen bei mir bezüglich Arbeit und so weiter und so fort. Und da hatte ich halt nicht unbedingt so viel Zeit. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, ich antworte ja auf jeden Kommentar unter meinen Videos. In der letzten Zeit ist es vielleicht vorgekommen, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ich auf die Kommentare geantwortet habe. Aber das lag, wie gesagt, am Stress und dass ich dann halt nicht immer dazu gekommen bin, die Kommentare zu beantworten. Gelesen habe ich sie auf jeden Fall. Und das ist auch ein Thema, was ich jetzt ansprechen möchte. Und zwar bedanke ich mich erstens mal für die unglaublichen 7000 Abonnenten. Vielen Dank an alle Zuschauer, die dabei sind und mich tatkräftig unterstützen. Und zudem möchte ich mich einfach bei jedem bedanken, der mir so unglaublich tolles Feedback gibt unter jedem Video. Ihr seid unglaublich, ich kriege so viel mehr Feedback und so viel Meinungen und Kommentare und Likes und Dislikes und einfach das ganze Feedback, das ihr mir gibt. Es ist unglaublich krass und unglaublich schön. Und es motiviert mich auch extrem, weiter Videos zu machen für euch und natürlich immer am Start zu bleiben. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich meine Videoproduktion ein bisschen anfachen möchte, dass ich ein bisschen mehr Content raushaue. Momentan ist es halt immer ein bisschen schwierig bezüglich meiner Arbeit. Ich bin ja nebenbei noch als Versicherungsberater im Außendienst tätig und da ist es halt nicht immer so einfach zeitlich, da ich halt auch wirklich je nachdem, wie viele Aufträge das ich habe, schon wirklich bis abends oder bis später arbeite. Und dann ist es halt schwierig, noch Videos oder Creepypastas zu vertonen und für euch hochzuladen. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich an all die Autoren, die Creepypastas schreiben, welche ich vertone, auch vielen herzlichen Dank an euch. Wie gesagt, Leute, wenn euch gewisse Creepypastas gefallen, dann geht doch bitte auch in die Videobeschreibung, klickt auf den Link, wo ihr direkt zur Geschichte weitergeleitet werdet und schreibt doch dort dem lieben Autoren auch noch einen Kommentar. Ich mache das meistens auch so, dass ich direkt, wenn ich eine Creepypasta vertone, auch direkt auf dieser Seite, wo ich das sozusagen ablesen kann, vertonen kann, schreibe ich dann direkt auch noch einen Kommentar, dass ich eine Vertonung gemacht habe, erwähne den lieben guten Mann auch in der Beschreibung und deswegen, Leute, nochmal vielen herzlichen Dank an die 7000 Abonnenten, es ist wirklich krass. Gestern noch hatte ich noch etwas um die 6987 Abonnenten, dann habe ich gestern das Video hochgeladen, der Raum, unglaublich gute Creepypasta meines Erachtens, also unglaublich coole Story und sehr spannend geschrieben, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, die Geschichte zu vertonen und auf einmal waren es dann 6.998 Abonnenten und dann kurz vorhin, so gegen Mittag, waren es dann die 7.000 Abonnenten. Unglaublich geil, Leute. Ich hoffe, das geht so weiter. Mein Ziel war es eigentlich bis Ende Jahr die 7000 Abonnenten zu erreichen, aber das ist ja noch besser, dann haben wir es jetzt schon. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin kräftig mit am Start und kommentiert und liked und disliked und gebt mir Feedback. Wenn ihr auch Vorschläge habt oder Änderungswünsche oder wenn ihr eine Geschichte habt, die ich vertonen soll oder wenn ihr euch eine bestimmte Geschichte wünscht, die ihr kennt, die ich vertonen soll, schreibt es doch einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail, ja, auch in der Videobeschreibung.
Und dann werde ich das machen. Also ich bin da wirklich erpicht darauf, meinen Content stets zu verbessern, mich selber zu verbessern und mich euren Wünschen natürlich anzupassen. Ja gut, wie gesagt, Leute, das ist jetzt so ein ziemlich Freestyle-mäßiges Video. Also ich habe hier kein Skript oder sowas geschrieben, sondern ich labe einfach mal drauf los, weil ich denke halt immer so kommt es auch am authentischsten rüber und man merkt so ein bisschen meine Art und wie ich bin und so weiter und so fort. Ich möchte euch noch eine kleine Frage hier zum Schluss stellen. Und zwar wollte ich euch fragen, schreibt doch mal in die Kommentare, wie lange seid ihr schon dabei? Wie lange seid ihr schon oder wie lange verfolgt ihr mich schon auf YouTube? Wart ihr zum Beispiel schon dabei, als ich früher noch keine Creepypastas gemacht habe? Oder ja, es würde mich einfach mal brennend interessieren. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Und da können wir gerne auch mal ein bisschen miteinander in den Kommentaren quatschen. Fragt mich Sachen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Und ja, ich habe mir halt auch schon überlegt, ob ich vielleicht mal irgendwie so ein Kommentare-Zusammenfass-Videos machen soll oder ein Q&A und sowas. Aber schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte sowieso möglichst jeden Kommentar und möchte da wirklich auch nah bei euch sein. Und ja, hoffe, dass die Sache weiter gut läuft. In der Videobeschreibung könnt ihr mich, wenn ihr möchtet, auch noch unterstützen über PayPal oder demnächst auch über Patreon. Ich werde mir da auch bald mal einen Account machen. Wenn ihr mich da noch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, aber ist natürlich kein Muss. Auf keinen Fall. Gut, danke euch nochmal. Herzlichen Dank für die 7000 Abonnenten und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Es ist gerade 16 Uhr, wünsche ich schon mal einen schönen Sonntagabend und dann nächste Woche einen guten Wochenstart und bleibt gesund in dieser Zeit und ja, man hört sich. Bis zum nächsten Mal, euer Perks. Ciao, ciao.